Die tunesische Firma Satex produziert Jeans für internationale Marken. Mit Unterstützung der GIZ hat das Unternehmen in Monastir ein Ausbildungszentrum aufgebaut. Hier bildet Satex junge Tunesier aus, die nach ihrer Ausbildung häufig übernommen werden und so eine langfristige Perspektive erhalten. Marwan Gagari hatte erst eine Ausbildung bei Satex begonnen, sich dann aber auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer nach Europa gemacht. Dort wurde er abgewiesen, er kam zurück. Ich wurde zurückgeschickt und habe mit den Chefs hier gesprochen. Sie haben mich überzeugt, zurückzukommen und meine Ausbildung weiterzumachen. Bis jetzt läuft es gut und ich merke, dass meine Situation langsam besser wird. Sabre Rkaya war vor wenigen Jahren selbst noch Azubi bei Satex. Heute leitet er die Lehrlinge an. Viele sehen ihn als Vorbild. Ich möchte mich weiterentwickeln, Geld verdienen und meiner Familie helfen. Vielleicht kaufe ich ein Haus und bin eines Tages selbst einmal Chef. Yamina Aloui ist eine von 20 jungen Frauen, die aus einer strukturarmen Gegend Tunesiens kommen und die heute bei Satex eine Ausbildung machen. Die jungen Frauen haben häufig eine gute Vorbildung. Für Satex sind sie darum wertvolle Arbeitskräfte. Wir haben den jungen Menschen die Möglichkeit eröffnet, eine Ausbildung zu machen. Sie haben eine Arbeitsplatzgarantie, haben eine Wohnung und werden ein angemessenes Gehalt verdienen. Vor allem im Vergleich zu dem Gehalt und den Bedingungen, die sie vorher hatten. Ich träume davon, in meiner Heimat eine kleine Filiale zu eröffnen und andere zu ermutigen, es mir gleich zu tun. Ich würde gerne eine Familie gründen und mein Leben selbstbestimmt leben. Gemeinsam mit Partnern wie Satex arbeitet die GIZ im Auftrag der Bundesregierung daran, Menschen in ihrer Heimat Perspektiven zu schaffen. Denn diese Perspektiven sind ein wichtiger Grund, in der Region und auch im Lande zu bleiben.